So, hallo und herzlich willkommen zu dem Vortrag über Matrix. Ja, da kommen noch welche rein. Da warte ich noch mal eine Sekunde. Okay, ich fange mal an. Bevor wir anfangen, möchte ich ein Dankeschön aussprechen für die Founder von der Matrix-Netzwerk, nämlich der Matthew und der Ben, die mich immer gut unterstützt haben und mir geholfen haben, in die Welt einzusteigen. Ich bin Oleg Fixel, ich bin DevOps-Ingenieur, ich mag Technology und alles automatisieren. In diesem Vortrag möchte ich euch eine Architektur von dem Matrix-Netzwerk zeigen. Und ich habe einen Server aufgesetzt, den ihr ausprobieren wolltet, könntet und sich da austoben könnt. Der Server wird die 2 Tage laufen. Wir haben auch mit der Matrix-Community so abgesprochen, dass er tatsächlich auch diesmal federiert ist. Das heißt, der ist in dem Netzwerk eingebunden. Ihr könnt alle Channels da aufrufen, können sich austoben. Ihr müsst dafür keine privaten Daten abgeben, wie E-Mail-Adresse oder so, müsst irgendwie nur mit einem Passwort sich da registrieren, Passwort eingeben, fertig. Was ist Matrix? Matrix ist ein offenes Netzwerk für sichere, dezentrale Echtzeitkommunikation. Heutzutage denkt man direkt über Messaging-Plattformen. Matrix kann aber für andere Sachen auch benutzt werden, zum Beispiel IoT. Das mit IoT werden wir nicht drauf eingehen. Wir werden großteils auf die Matrix-Plattform-Netzwerk als Messaging-Netzwerk betrachten. Ja, heutzutage gibt es viele andere Messaging-Plattformen, die sind großteils zentralisiert und von Firmen betrieben. Möglichkeiten sind eingeschränkt und man wird ja mehr oder weniger reingezwungen. Ja, IRC gibt es immer noch. Was Matrix möchte oder was Matrix versucht, ist, diese Netzwerke so zu verbinden, wie man die verbinden möchte. Also nicht irgendwie jetzt alle Netzwerke mit allen verbinden, sondern ich möchte diesen Server von IRC, ich habe hier Freunde bei WhatsApp, ich habe hier einen Server bei Discord und die möchte ich so bridgen. Das ist so der Gedanke von Matrix. Es heißt aber natürlich immer noch nicht, dass man Matrix selbst, also als Netzwerk betreiben kann. Warum habe ich damals Matrix gewählt oder warum mag ich Matrix heute? Das ist Open Source, das ist verteilt, das heißt, man ist nicht gezwungen auf einen Server oder einen Anbieter und wenn er zugeht oder wenn er jetzt Regel ändert, dann muss ich was anderes suchen, sondern das ist wirklich so, dass man seinen eigenen Server betreiben kann, trotzdem hat aber die Möglichkeit, an dem Netzwerk teilzunehmen und mit dem Netzwerk zu kommunizieren oder sogar anderen Netzwerke hinzu bridgen. End-to-End-Verschlüsselung ist vom Design her drinne, das heißt, das wurde nicht irgendwie dran gebastelt, das war vom Anfang an drinne. Zu End-to-End-Verschlüsselung werde ich noch ein paar Worte verlieren. Verschlüsselte Video- und Audio-Calls und Bridges im Design drin, genauso wie End-to-End-Verschlüsselung, das ist nicht dran geflanscht worden, sondern im Design. Wie das funktioniert, werde ich euch auch heute zeigen. Ich fand es ziemlich cool, auch die Reading- und Typing-Notifications. Also Typing-Notification kennen wir, da schreibt einer gerade Nachricht, warte ab, bis da die Nachricht kommt. Reading-Notifications habe ich, glaube ich, so noch nicht gesehen, so wie die bei Matrix gelöst haben, wo die Avatars wirklich so nach unten springen, wer schon die Nachricht gelesen hat. Und ich finde, das sehr praktisch, man spart sich viele Okays. Ja? Da kommt irgendwas an, dann schreibt man okay, also ich habe bekommen. Da fühlt man sich dumm wie ein TCP-Stack. Ja? Dann sagt man, Eck,
Ja? Wenn man diese Ballons aufpoppen sehen, dann weiß man genau, okay, der hat es gelesen, also braucht kein okay, da spart man sich viel hin und her. Ich meine, ist eine Kleinigkeit, aber ist cool. Integration ist eine Möglichkeit, Applikationen in Matrix einzubinden und mit Matrix zu interagieren. Das können nicht nur Bots sein. Ich werde euch auch andere Applikationen zeigen, welche Integration zurzeit gibt, oder man kann sich eine eigene Integration relativ leicht zusammenbasteln. Und natürlich eine tolle Community, immer freundlich. Wenn die gleiche Frage 10-mal stellt, also nicht von der gleichen Person, aber vielleicht, wenn man die gleiche Frage nochmal stellt, wird man immer geholfen. Und das finde ich persönlich sehr toll, weil man muss sich nicht mit der Community irgendwie, sage ich mal, man ist nicht gezwungen, mit der Community zu kommunizieren, weil man dieses Produkt nutzt. Wir kennen ja vielleicht ein oder andere Produkt, wo die Community nicht so toll ist. Ja, aber man benutzt dieses Open-Source-Komponenten, deshalb ist man gezwungen, mit ihnen zu kommunizieren. Hier macht das echt Spaß. Und sogar mehr, die Channels, die in Matrix erstellt werden, also auf matrix.org ist der größte Home-Server, übernehmen auch diese Kultur. Natürlich nicht alle, gibt es immer noch Channels, wo man reinkommt, kriegt man erstmal 10 Seiten Dokument, was man machen darf, was man nicht machen darf. So, okay. Wie sieht so eine Architektur aus? Blau oder dunkelblau sind die Home-Server. Das sind die Server, worauf die Nutzer sich verbinden. Ja, Nutzer sind halt wir User, die Matrix nutzen. Dann gibt es Application-Server. Da sind einfach Applikationen, die eine bestimmte Art der Kommunikation zum Home-Server aufbauen. Ich werde euch auch erklären, was die Unterschiede zwischen Client-Server, Server-Server oder Application-Server zu Server-Kommunikation ist. Ein Bridge ist auch Application-Server und zum Beispiel ein Bot kann Application-Server sein oder Integrationen sind auch, es ist immer unterschiedlich von Integrationen, wie die implementiert sind. Dann gibt es auch Identity-Server. Am Anfang war es nur 2 Identity-Server, die von Matrix-Community betrieben wurden. Jetzt mittlerweile gibt es auch Open-Source-Identity-Server, die man selbst betreiben kann. Das heißt, wenn man in der Firma komplett eigene, interne Matrix-Netzwerk aufbauen möchte, kann man es machen mit eigenen Identity-Server, mit eigenen Home-Server, mit eigenen Bridges und so weiter. Und wenn man dann denkt, ich möchte doch was mit der Außenwelt zu tun haben. Da kann man da auch Federation anmachen und mit der Außenwelt kommunizieren. Das geht. Okay, End-to-End-Verschlüsselung. Meiner Meinung nach, ich habe ein bisschen in der Security-Branche gearbeitet. Ich finde, Open-Source-Security ist eine richtige Security. Alles andere ist nicht vertrauenswürdig. Weil wenn der Hersteller sagt, ja, wir haben es sicher implementiert, dass wird schon alles passen, aber Source Code zeigen wir euch nicht. So, wenn man nicht in den Source Code reingucken kann, wenn nicht 1000 Leute, 2000 Leute in den Source Code reingucken können, ist das für mich keine Security-Implementierung. Kann man sich darüber streiten. Für mich war es wichtig, dass diese Komponenten Open Source ist. So, Matrix repliziert Kanäle, Chatrooms. Es kann sein, dass diese Chatrooms zwischen den Home-Server repliziert werden. Wenn diese Chatroom verschlüsselte Nachrichten hat und die Verschlüsselung nicht sicher ist, dann hat man ein Problem, weil die Daten fliegen überall im Netzwerk. So, deshalb ist starke Verschlüsselung ist hier sehr wichtig. Und nicht umsonst haben die lange dafür gebraucht, um nämlich mit Olm Double Ratchet Implementation zu kommen. Ich meine, die ist nicht neu, kennen wir von WhatsApp. Die haben es angefangen. Da gab es, glaube ich, auch noch Security-Probleme. Ich weiß nicht, ob die behoben wurden. Die Matrix-Implementierung hat es auf jeden Fall behoben. Und ein neues Verfahren, MacOlm, für die Group-Kommunikation. Das heißt, in der Group-Kommunikation kann man auch verschlüsselte Nachrichten senden. Die werden mit entsprechenden Keys signiert. Super komplizierte Sache. Wenn er darauf Lust hat, guckt da rein.
Es hat sich tatsächlich einer mal reingeguckt oder mehrere mal reingeguckt, nämlich die NCC Group hat 2016 ein Audit gemacht von der Library, hat auch Findings entdeckt, die wurden auch korrigiert. Seitdem ist nichts gefunden, heißt aber noch nicht, dass nichts da ist, aber die Open Source Community, das Open Source macht das möglich, dass viele Leute reingucken und eventuell was finden. Okay, wie sieht ein Ökosystem aus? Wir fangen dann ganz unten bei dem Home-Server. Nochmal Home-Server, das ist, wo wir uns registrieren. Das ist der Server mit einer Datenbank, mit API, wo sich die Clients hin verbinden. Es gibt eine Referenzimplementierung, die heißt Synapse in Python. Und es gibt einen Second-Gen-Home-Server, den dritt in Golang. Der hat noch nicht die ganzen Features, wird aber demnächst besser in Sachen von Skalierbarkeit und Performance, weil die Synapse ist zurzeit noch ein bisschen limitiert. Da wird noch dran gearbeitet, dazu komme ich ein bisschen später. Da gibt es auch andere Home-Server-Implementierungen, weil der Standard ist offen, man kann sich hingehen und einen eigenen Home-Server schreiben. Genau, in Java, in Rust und so weiter. Darauf gibt es ein Matrix-Spec, das ist der Protokollspezifikation, ja, das Papierkram dazu, sage ich mal, der spezifiziert, wer mit wem zu kommunizieren hat, auf welchem Standard. Darauf gibt es SDKs und auf den SDKs basieren sich die Clients. Riot ist der, sage ich mal, offizieller Client, der unterstützt fast direkt die ganzen Features von Matrix. Und dann gibt es auch andere Clients, die von Community gepflegt werden. Wie die Clients aussehen, zeige ich euch auch später. Oh, eigentlich jetzt schon. Der Riot Client, da gibt es eins in Qt. Das ist weit nicht alles. Da gibt es einen von macOS, eins in GTK und natürlich eins für die Konsole. So, man muss nicht unbedingt einen nativen Client nutzen. Ja? Also Riot läuft im Browser oder wenn man die Riot-App runterlädt, ist das ein Electron, ja, mit dem Chrome drin, so wie wir es von Slack und allen anderen kennen. So sieht der Riot aus. Ja, hat auch mobilen Front. Ist ziemlich glossy, ziemlich hipster-like. Ich mag daran, dass er die dunkle Themen hat, also eine komplett dunkle Themen. Nicht wie bei Slack, wo es die eine Seite immer noch weiß ist, wo man rumfrickeln muss, damit die auch schwarz ist, sondern es ist komplett black. Ja. Neko ist nativer Client. Ja. Auch Qt nativer Client. Seaglass für macOS. Und Fractal GTK-Client. Und natürlich der tolle GoMux, wer darauf Lust hat. Okay, wie sehen die Bridges aus? Wir kennen schon die Matrix-Server, da verbinden sich die Clients drauf. Und man hat einen Application-Server, der fungiert das dann als Bridge und verbindet sich zum anderen Netzwerk und bridge dann die Messages zu dem jeweiligen Home-Server. Ein Beispiel davon ist zum Beispiel IRC Bridge. Das ist, glaube ich, der fortgeschrittenste Bridge und der erlaubt wirklich fast Server-zu-Server-Bridgen. Man kann also aus Matrix Join Channel machen, nach einem bestimmten Schema und man geht direkt dann in den IRC-Raum und er wird dann gebridged, getunnelt in einen Matrix-Raum. Wenn man ein Bridge selbst bauen möchte, gibt es ein SDK. Oder gibt es auch mehrere SDK, das ist eins davon auf Node.js. Da gibt es ein Matrix-SDK, dann Bridge-SDK und darauf gibt es verschiedene Bridges. Es sind nicht alle Bridges auf Node.js. Es gibt mittlerweile auch einige, die auf Golang basiert sind. Sie sind ziemlich flott und klein. Ja, ich glaube, Telegram-Bridge ist auch auf Golang. Integration. Man kann Etherpad integrieren, das heißt, ich werde es euch gleich zeigen,
Das heißt, man hat direkt im Messenger dann ein iframe drin, wo man direkt an einem Dokument mitarbeiten kann. Und ich muss sagen, Etherpad ist wirklich, wer kennt denn Etherpad? Ja, okay, also sagt euch was. Das ist auch ziemlich cool, wenn man damit an irgendein Dokument zusammen mit mehreren Leuten arbeiten muss, ziemlich effizient. Ja. Wenn man noch ein Jitsi-Konferenz da aufbaut, dann hat man zwei Fenster, hat man Matrix-Chat, man hat ein Etherpad-Dokument und ein Jitsi, wo kann man auch das Video eventuell sehen. Und es ist super effizient, man kriegt direkt so viele Sachen zusammen, weil man diese Interaktion direkt in einem Fenster hat. So, RSS-Feeds kann man einbauen mittels Bot. Das heißt, die neue RSS-Feeds, heise.de oder so, kommt dann als Nachrichten in den Channel rein. Man kann da direkt drüber diskutieren. Es ist ziemlich praktisch. Grafana kann man auch einbinden für Ops-Teams. Ist das cool für so einen Monitoring-Channel? Man kann dann Grafana-Dashboards direkt einblenden. Und wenn man im Channel dann spricht, dann spricht man von dem gleichen Bild, sage ich mal. So, Jitsi. Und man kann auch Custom Integrations einbinden, indem man einfach ein iframe da einbindet. So sieht zum Beispiel ein Etherpad-Integration, das ist so das Chatfenster. Und man kann direkt, das Geile ist, die Nutzer sind da auch direkt mit ihrem Namen drin durchgereicht. Man muss sich nicht irgendwie noch registrieren. Man kann direkt lostippen und man kann an den Nutzern sehen, die Benutzernamen, die in diesem Chatroom drin sind. RSS, als wir mit Michael unser Kubernetes-Vortrag zusammengestellt haben, haben wir ein RSS von dem GitLab genommen und alle Änderungen, die im GitLab so gemacht worden sind, sind dann als RSS-Feed hier aufgepoppt. Es gibt aber auch ein GitLab-Bot, der erlaubt dann wirklich Issues zu erstellen direkt oder Merge-Requests zu machen direkt aus dem Chat, also so wie man das vom Slack kennt. Grafana ist mein Monitoring-Channel, da kann man direkt dann irgendwelche Dashboards einbinden und da kommen dann die Meldungen, die Monitoring-Meldungen, dass da jetzt der Dieselpreis runter ist. Kann man tanken fahren und die CPU-Temperatur. So, Jitsi ist halt auch möglich, dass der Matthew, der zeigt dann die Jitsi-Integration in Matrix. Oder ein Custom-Integration, Custom-Iframe. Das ist ein Bing-Channel, kann man reingehen, seinen Home-Server registrieren. Und der wird dann regelmäßig gepinnt. So misst man Latenzen über Matrix-Netzwerk und die kann man dann in diesem iframe dann direkt sehen. Ist halt praktisch, man kann alles Mögliche aber einbinden über iframe. Das heißt, es ist ziemlich flexibel. Normalerweise, was man aber hat, dass man diese Flexibilität mit einer Komplexität zahlen muss. Und ich finde, bei Matrix ist das nicht der Fall. Weil Matrix ist auch wirklich leicht zu bedienen, auch über die API. Client-Server-API sieht folgendermaßen aus. Wir brauchen einen Access-Token, wir brauchen Raumnamen und wir brauchen Text. Und das war's. Mit dem curl-Befehl kann man direkt in den Raum eine Message posten. Das heißt, aus jedem Shell-Skript, ja, oder was auch immer, das ist super easy. Man bekommt dann eine Event-ID, die man vielleicht später für andere, als für Nachricht löschen oder antworten oder was auch immer, bekommt dann die Event-ID, die eingestellt wurde. Das ist die Client-Server-Kommunikation. Es gibt natürlich auch mehr APIs von Client-Server-Kommunikation. Das ist eine davon. Die Server-zu-Server-Kommunikation ist ein bisschen komplizierter, weil die Server synchronisieren sich zwischeneinander.
wenn das Räume, die über mehrere Server verteilt sind, oder wenn ich von meinem Home-Server einen Raum auf einem anderen Server betrete, dann wird dieser Raum bei mir auf dem Server synchronisiert. Ja? Das heißt, diese Räume werden zwischen den Servern synchron gehalten über Server-zu-Server-Kommunikation. Das heißt, wenn mein Home-Server mal ein paar Tage aus war, sobald er online geht, fragt er beim anderen Home-Server, was ist seitdem alles passiert und holt sich die Historie wieder. Das ist möglich nur über Server-zu-Server-Kommunikation. Und natürlich, mein Home-Server kann bei einem anderen Home-Server fragen, ist der User denn online oder nicht, um halt Status anzuzeigen vom User. Okay, ich habe über die Application-Server gesprochen und die haben eine eigene API. Das ist weder Client-API noch Server-zu-Server-Kommunikation. Das ist irgendwas dazwischen, weil die brauchen ein bisschen mehr Rechte als nur, sage ich mal, Messages posten, oder die brauchen nicht so viele Rechte wie Server-zu-Server. Die haben auf jeden Fall mehr Rechte als ein ganz normaler User. Die können auf die Events vom von Home-Server sich, die können Events abonnieren, um darauf reagieren zu können. Und die können sich als virtuelle User tarnen, weil zum Beispiel so ein Bridge, der muss ja in unserem Matrix-Raum, muss er sich als, sage ich mal, IRC oder Telegram oder WhatsApp-User sich tarnen, sozusagen, damit man das Gefühl hat, das ist nicht alles Matrix-User, das sind halt User von Telegram. So. Und deshalb braucht er diese zusätzlichen Berechtigungen. So, was ist denn jetzt in Matrix so passiert in der letzten Zeit? Und wie sieht die Roadmap aus? Also die letzten Features sind, das Größte ist, Matrix ist 1.0 geworden. Und das bedeutet nicht nur Matrix Synapse Home Server ist 1.0 geworden, sondern Matrix Spec und alles, was dazugehört, ist 1.0 geworden und wird nicht verändert in diesem Spec. Das heißt, erster stabile Protokoll, erste stabile Serverimplementierung und alles, was damit gehört, also Production Ready. Ja. So. Historisch gesehen, die Server-zu-Server-Kommunikation hat auch funktioniert mit Self-Sign-Zertifikaten. Systemadministratoren unter uns oder Architekten vielleicht würden denken, wieso? Ja, man hat es später verstanden, ja, dass man da auf jeden Fall Vertrauensbasis braucht, ja, und ein SSL-Server-Zertifikat ist einfach eine Vertrauensbasis, weil das wurde signiert von einer CA. Obwohl man heutzutage das SSL-Zertifikat schon ganz leicht kriegen kann. Jetzt ab Version 1.0 von Synapse Home Server braucht man offizielles Zertifikat für Server-zu-Server-Kommunikation. Das ist auch ein anderer Port, 8448 und nicht 443 wie für Client-Kommunikation. Und da braucht man ab jetzt auf jeden Fall ein offizielles Zertifikat. Ich meine, ist nichts Neues, nur halt das war eine große Änderung, weil viele Server davon einfach self-signed hatten. Für die Discovery hat man früher einen Server, DNS-Server-Record benutzt. Jetzt benutzt man well-known URLs, wie man das von Let's Encrypt zum Beispiel kennt. Ja, man legt also so eine well-known URL /matrix/server. Und da liegt ein JSON drin, welcher Home-Server für diese Domain zuständig ist. Ja. Früher hat man das einfach über DNS-Records, DNS-Server-Record, Matrix-TCP und dann Hostname und TCP-Port
angegeben. Ab Matrix 1.0 ist well-known URL nötig. Das heißt, wenn ihr eine domain-example.com habt und ihr habt einen Matrix-Server matrix.example.com, die example.com muss diese URL drin haben. Wenn man example.com aufruft per HTTP, soll man diese, aber ist alles beschrieben. Das war nur eine große Änderung für viele, weil die halt nicht Zugriff auf die Domain hatten oder kein Webserver da zum Laufen hatten. Okay, neue Room-Version ist auch drin. Ich habe jetzt gerade gesehen, dass ich einen Kollegen nicht einladen konnte, weil er noch einen alten Matrix-Server hatte und er hat die Room-Version nicht unterstützt. Das heißt, die Rooms werden geupgradet, alte Server können nicht die Räume betreten. Aber es gab einen Bug, Hotel California Bugs, wo man den Raum weder betreten noch austreten konnte. Und das hat man dann in der neuen Version gefixt. Ein weiteres Feature ist Edits und Reactions. Es klingt vielleicht ein kleines Ding, also kleine Änderung, dass ich meine Nachricht einfach editieren kann, wenn ich mich vertippt habe. Nicht eine neue Nachricht sende, sondern die existierende editiere und die wird dann in place ersetzt. Wenn nicht die End-to-End-Verschlüsselung, wäre es wahrscheinlich ein einfaches Ding. Ich habe die Brainstorms gesehen von den Entwicklern, die das versucht haben, so richtig zu implementieren mit End-to-End-Verschlüsselung. Ist das ein großer Aufwand gewesen? Aber ein kleines Feature für uns. Wir können jetzt unsere Messages editieren. Reactions ist auch drin. Das heißt, man kann einfach auf eine Message Thumbs Up, Thumbs Down und so weiter reagieren. So Reaktionen, die kennt man ja auch von anderen Plattformen wie Slack. Und man sieht hier, wenn man sich vertippt hat, kann man dann editieren. Das wird als edited dargestellt. Kleines Feature, großer Aufwand, ja, wegen End-to-End-Verschlüsselung. Weil man halt End-to-End verschlüsselt, sind die Schlüssel im Browser gespeichert. Ja. Es gibt jetzt auch neues Key-Backup, dass man diese Schlüssel wegschreibt, also aus dem Browser. Wenn irgendwie jemand aus Versehen mal ein Cache-Clear macht oder so, dann sind die erstmal weg. Dieses Key-Backup funktioniert folgendermaßen. Die Keys werden aus dem Browser mit einem Passwort verschlüsselt und werden auf dem Home-Server gespeichert. Verschlüsselt gespeichert mit eurem Passwort. Das heißt, wenn ihr auch auf dem Public-Server seid, kann der Server-Admin die Schlüssel nicht lesen. Das funktioniert folgendermaßen. Ihr kriegt dann so ein Pop-up oder so eine Meldung. Willst du deine Schlüssel speichern? Ja, gib ein Passphrase. Ja, hier hast du Recovery Key, kopier das, schreib das auf einen USB-Stick oder leg das in Safe, druck es aus und leg das in Safe und das war's. Success. So, was wird auf uns zukommen demnächst? Was sind so die Pläne? Also, es gibt einen sehr großen Matrix-Server, der läuft auf matrix.org. Das heißt, ihr könnt auf matrix.org gehen, da try out und ihr könnt euch auf diesem Server registrieren. Der ist relativ groß. Ich weiß nicht, wie viele Nutzer sind das, aber der ist schon richtig groß gewachsen. Ja. Man kann natürlich seinen eigenen Home-Server, ich habe meinen eigenen Home-Server, Firmen können sich einen eigenen Home-Server bauen. Aber viele gehen einfach dahin und registrieren sich dort, um halt auszuprobieren. Ich habe für euch noch einen Server aufgesetzt, wo ihr wirklich alles Mögliche austoben könnt. Ich hoffe, Ressourcen sind genug. Das Problem bei dem Matrix.org ist, und nicht nur bei Matrix.org, die Skalierbarkeit vom Home-Server, wenn es wirklich, wirklich groß wird. Ich glaube, die Anforderung kam auch daher, dass Frankreich jetzt Matrix landesweit implementiert.
also auf der Government-Ebene. Mathieu hat auf der FOSDEM drüber gesprochen. Das heißt, landesweit ist schon eine große Installation. Und man hat dann noch eine Möglichkeit, federieren, also mit anderen Ländern zu kommunizieren. Ja, vielleicht wird Matrix Chat-Plattform der Erde sein. Aber auf jeden Fall ist das eine Skalierungsherausforderung. Das heißt, was man versucht Synapse ein bisschen aufzusplitten und so Worker, das nicht ein Monolith, nicht einen großen Server, sondern das in die Worker aufsplitten und davor vielleicht ein UID Load Balancing zu haben, dass diese User von UID das und das gehen auf diesen Bunch von Server, diese gehen auf den anderen, ja, und wenn der Server Farm nicht da ist, dann werden die automatisch zu der existierenden Farm weitergeleitet. Also das ist was jetzt demnächst kommt, weil die Matrix-Jungs sind da angewiesen, die Architektur ein bisschen zu verbessern, bevor der Second Generation Home Server kommt. Andererseits, also einerseits wird Frankreich Matrix landesweit implementieren, andererseits möchte ich einen Matrix-Server aufsetzen und ich habe nicht gerade irgendwie 10.000, 20.000, 20 Millionen Leute drauf. Ich brauche das für 10 Leute, ja, Familie, Freunde, ja, vielleicht 20, vielleicht 100. Ja. Das heißt, die Minimalanforderung von dem Synapse-Server sind auch relativ groß. Das heißt, man möchte es so weit minimieren, dass man den Synapse auf so einem Raspberry Pi laufen lassen kann, für die Familie, für Home-IoT-Devices. Also ich habe, ich weiß nicht, Waschmaschine sagt, ich bin hier fertig, oder der Trockner sagt, ich bin fertig. Es ist ziemlich praktisch. Man kann Home Assistant da einbinden, man kann da Chatbots einbinden. Es ist einfach ein, also für zu Hause, es ist einfach ein cooles Bus, was eine leichte Open API hat, wo man leicht so einen Bot zusammenstellen kann und das Ganze in ein Ding integrieren kann, ja, und man muss nicht irgendwie, diese App ist dafür, diese App ist dafür, sondern an einer Stelle, also letztens jetzt vor ein paar Tagen, habe ich einen Service gefunden auf dem Internet, der als Notifications nur E-Mails versenden kann. Super Sache, ne? Also E-Mail ist ja heutzutage der Standard für Notifications. Also habe ich gefunden ein E-Mail zu Matrix, Bridge. Ja, installiert man so einen kleinen Mail-Server, der lauscht dann auf Port 25 und er leitet die Nachrichten in einen Matrix-Raum. Ganz einfach. So, das heißt, man möchte auch die Matrix-Installation so klein wie möglich halten, wenn die klein sein sollte. Ja, auf so einem Raspberry Pi, das ist so der Goal. Das kommt dann demnächst. New Device Trust, das heißt zurzeit in den verschlüsselten Räumen, ich habe meine Keys, Verschlüsselungskeys, Public, Private und so weiter, alle anderen haben auch, die Devices werden mit diesen Schlüsseln, also jeder Device hat einen eigenen Fingerprint und einen eigenen Schlüssel, also im Detail kann ich euch nicht sagen, wie es funktioniert. Die Tatsache ist, wenn einer mal mit dem neuen Browser sich einloggt, ja, und registriert, das ist ein neues Device. Wenn man die App runterschmeißt vom Handy und neu installiert und neu einloggt, das ist ein neues Device. Ja. Und man muss immer, kennen wir von anderen Plattformen, sagen, ja, dem vertraue ich. Da kann man auch so einen automatischen Registrierungsmodus haben wir gerade gemacht, da werden Smileys angezeigt, man muss ja gucken, aha, hast du die gleichen Smileys, accept. Ja, oder man kann einfach sagen, verify. Für Usability ist das ein bisschen blöd, weil man möchte gerade eine Nachricht losschicken und man sieht, dieses Device is not trusted. Ah, okay, ja, muss ich gucken, ja, okay, trust. Also man fällt ja ein in diese Falle und sagt, ja, trust, trust, trust. So, die haben sich dabei Gedanken gemacht und die haben überlegt, wir trusten eigentlich nicht die Devices, wir trusten nicht die Keys, wir trusten Leute, ja, wir trusten Personen. Also ich truste dem Herrn Müller
und allen seinen Devices. Das heißt, was Herr Müller machen kann, der geht hin und signiert alle seine Devices mit dem Key und ich akzeptiere den Key und somit automatisch alle seine Devices. Und das kommt in 2 Wochen raus und das wäre der erste Schritt, um End-to-End-Verschlüsselung standardmäßig einzuschalten für alle Räume. Standard ist das jetzt aus. Man erstellt einen Raum, das ist erstmal unverschlüsselt. Und wenn man Verschlüsselung anmachen möchte, klickt man einen Button, dann ist es verschlüsselt, man kann es nicht wieder wegmachen. Jetzt wird das standardmäßig an sein, also jetzt, wenn dieses Feature kommt. Es gibt auch andere Gedanken, ich glaube, es gab 4 Möglichkeiten, wie man das implementiert. Die erste kommt jetzt in 2 Wochen. Da gab es irgendwas mit Ranking, dass man welches Device am meisten benutzt wird, der wird dann signiert und die anderen noch nicht und die laufen so langsam aus. Ja, mit der Session, die ich keine Ahnung, 1 Monat nicht mehr benutzt habe aus dem Browser, die brauche ich nicht zu trauen, die läuft ja aus. So, das kommt demnächst. Aber zuerst kommt dieses Cross-Device-Signing. So, wir kommen mal zum Schluss. Wir sehen, die Anzahl der Plattformen wächst rapide. Ja, wahrscheinlich während diesem Vortrag sind ja noch Chat-Plattformen entwickelt worden, die wir noch nicht kennen. Was Matrix aber erlaubt, euch diese Plattformen an einer Stelle so zu kombinieren, wie ihr das wollt. Ja? Es gibt verschiedene Bridges. Man kann Server zu Server, Netzwerk zu Netzwerk. Man kann aber einen Puppeting Bridge nutzen, der einfach eure Identität in Telegram widerspiegelt. Und die Telegram-Nutzer sehen gar nicht, dass ihr Matrix nutzt, weil alles gebridged wird. Für die seid ihr einfach ein Nutzer im Telegram. So, das heißt, so wie ihr das wolltet, könnt ihr das zusammen basteln. Die Community wächst sehr schnell. Ich sehe immer wieder neue Chaträume auf dem Hauptserver und auch auf allen anderen Servern. So ein Matrix-Home-Server ist so langsam zu einem Community-Zentralpunkt geworden, wo drumherum verschiedene Applikationen, Services, Bots und so weiter, Chat-Räume auftauchen. Und das geht so schnell jetzt, in dem letzten Jahr vor allem. Und ich muss sagen, ich wiederhole es nochmal, die Community ist super. Man wird immer geholfen, man ist freundlich und ich habe bis jetzt noch keinen gesehen, der gekickt wurde in diesen 3 Jahren. Also außer den Bots natürlich. Und das ist ein Link, ihr könnt ja draufklicken und gucken, wie ihr der Community helfen könnt. Also im Sinne von irgendwie Dokumentation, Bridges, worauf ihr Lust habt. Ja? Und da wir das auch mal ausprobieren wollen, habe ich für euch ich mache mal so. Könnt ihr gerne mal ein Foto machen, euch registrieren. Wenn ihr wollt, könnt ihr es jetzt machen. Wenn Fragen sind, kann man parallel beantworten. Kommt auf dieses Channel, da sind ja schon welche drin. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich da fragen. Oder hier, die letzte Slide ist mein Matrix-Handle. Könnt ihr, wenn ihr ein richtiges Account habt, könnt ihr mich auch kontaktieren. Ich helfe euch gerne. So. Jetzt habe ich mit meinem Teil fertig. Ich warte, bis ihr noch die Fotos macht. Und jetzt kommen die Fragen. Funktioniert das schon? Kannst du anmachen? Ja. Ja, erstmal danke. Hallo? Okay, cool. Erstmal danke für den Vortrag. Du hattest gesagt, dass die Matrix-Spezifikation jetzt die Version 1.0 erreicht hat und noch nicht mehr verändert wird. Heißt das, es gibt jetzt die nächsten 20 Jahre über keine neuen Features mehr in Matrix oder wird es irgendwann eine 1.1 oder 2.0 geben? Und wenn ja,
was passiert denn, wenn ich mit meinem Matrix 1.0 Client auf einem 2.0 Home Server connecte oder umgekehrt oder versuche mit einem 2.0 einen 1.0er zu kontaktieren? Also die sehr gute Frage. Die Matrix-Jungs sind natürlich jetzt nicht nach Hause gegangen und haben gesagt, so, Arbeit erledigt, fertig. Die werden natürlich an dem Spec was arbeiten, aber die sind schon der Meinung, das ist jetzt stabil und das kann jetzt einige Zeit genutzt werden. Ich kann dir nicht sagen, wie lange. Falls es dazu kommt, dass da eine Änderung passieren sollte und ein 2.1 rauskommt, bist du immer auf der sicheren Seite, wenn du Synapse nutzt als Reference Matrix Server und Riot Client, ja, der Referenz Web Client, da bist du innerhalb von Minuten, sage ich mal, in der nächsten Version. Wenn du Docker Images nutzt, Paz hast ein nächstes Synapse, der macht die Datenbank Upgrade, Paz hast du einen neuen Client, fertig. Also der Client auf dem Handy ist auch ein Riot, ist die gleiche SDK, wird auch geupdatet, hast du eigentlich keinen Bauchschmerzen. Habe ich deine Frage geantwortet? Nein, ich habe dir schon das Mikrofon weggenommen. Doch, du hast die Frage schon beantwortet, aber wenn du mir jetzt quasi sagst, dass ich mehr oder minder darauf angewiesen bin, Riot zu benutzen und den Synapse-Server, warum ist die Spezifikation dann überhaupt offen? Also was habe ich von dieser offenen Spezifikation, wenn ich Riot benutzen muss? Riot ist der Client, der am schnellsten die Änderung reinbringt. Ja, das ist so der Client, der von den gleichen Leuten entwickelt wird, wie die Spec haben und von den gleichen Leuten, vom gleichen Team, die auch Synapse dran basteln. Wenn du einen Client wie, weiß ich nicht, GoMux oder was anderes nutzt, kann sein, also die haben auch nicht die ganzen Features noch. Ich sehe da die Kommunikation, dass es ausgeholfen wird, dieses Feature, die eben Hackathons machen, um dieses Feature dort zu implementieren. Die sind jetzt unterstützen die noch nicht den ganz vollen Feature-Umfang. Ja, bist du halt an den Client angewiesen. Oder du bist so gut, dass du hingehst und sagst, ich helfe euch mit, ja, neues Spec, ich implementiere da was. Was deine Skripte oder deine Sachen angeht, musst du halt dran. Ja, ja, kannst du weitergeben? Wenn ich jetzt das richtig verstanden habe, zum Beispiel in der Arbeit nutzt einer WhatsApp, der andere nimmt Telegram, der andere nimmt Signal. In der Arbeit könnte ich dann quasi einen Matrix-Server aufsetzen, der dann die ganzen WhatsApp, Signal und Telegram-User zusammenfasst und dann in einem Chatroom quasi arbeiten lässt. Ja, es ist Unterschied von Plattform zu Plattform. Ja, manche Plattformen sind freundlicher bezüglich Integration, die anderen nicht so, sprich WhatsApp. Bei WhatsApp ist es nötig, tatsächlich einen Client laufen zu lassen, weil das funktioniert folgendermaßen. Dieses WhatsApp Web UI, also Web Client, ja, der macht nichts anderes, der verbindet zu dem Handy und schickt das vom Handy aus. Und das ist, was der Bridge auch macht, weil der tarnt sich als Web Client und er verbindet sich auf das auf das WhatsApp-App auf dem Telefon und schickt davon die Messages. So. Und man muss natürlich irgendwo laufen haben. Also es gibt Möglichkeiten, das in einer virtuellen Maschine laufen zu lassen. Irgendwo, ja, einmal registrieren, fertig. Das ist ein schlechtes Beispiel für eine schlechte Integration. Bessere Integration, also ich meine, IRC hat ja schon einer gelacht, ja, nutzt man das noch? Ich habe es noch genutzt, ich nutze immer noch. IRC geht ganz leicht, weil es halt offen ist. Telegram geht ganz gut. Slack, Discord geht, glaube ich, ganz gut. Da kann man sogar ganze Server bridgen. Also ist abhängig vom Bridge, ja, ist möglich. Ja, da unten. Ich stelle gleich zwei Fragen. Die erste ist, wo stehen die alternativen Clients, sage ich mal, bezüglich Encryption, weil das ist für mich so das wichtigste Feature und ich glaube, das unterstützen noch nicht viele. Die zweite Frage, auf der Roadmap standen zwei Punkte bezüglich Features in Synapse. Wo ist Dendrite hier zu finden?
Ah, sehr gute Frage. Also die erste Frage bezüglich Verschlüsselung, weiß ich tatsächlich nicht. Ich müsste nachgucken bei jedem Client, ob die die End-to-End-Verschlüsselung unterstützen. Ich glaube, irgendein Client hat das vor kurzem implementiert. Ich kann dir aber nicht sagen, welcher. Ich habe irgendwas gesehen, dass die in Hackathon gemacht haben, End-to-End-Encryption implementiert haben. War das Quaternion oder irgendein anderes? Kann sein. Also muss man gucken auf die Feature-Lists. Ich glaube, auf der Matrix-Seite gibt es auch Clients und auch, was die unterstützen. Da könntest du gucken, was die unterstützen. So, bezüglich dem Second-Gen-Home-Server, weiß ich nicht. Da gucke ich zurzeit noch nicht rein. Ich bin, sage ich mal, nur der Messenger. Also ich bin nicht Teil des Core-Teams. Ja, ich teile mit euch nur meine Passion für die Geschichte, aber so Sachen im Detail kann ich nur auf die Changelogs verweisen. Oh. So. Bitteschön. Ich habe eine Frage zum Thema, du hast auch gesagt, das kann man auch so als Message-Bus auch nutzen für IoT. Kannst du irgendwie ganz kurz sagen, wie das funktioniert mit einem eigenen Channel oder gibt es dafür einen eigenen Bereich in Matrix? Nee, das funktioniert wie im eigenen Channel. Also ich kann dir ein Beispiel nennen. Wir haben bei uns einen Channel, der heißt Home Automation. Da ist Home Assistant drin. Das sind Hooks für verschiedene Geräte, die nur aus der Cloud zu bedienen ist, kennen wir ja. Ne? Das Gerät ist nutzlos ohne Internet. Ja? Leider gibt es die auch. Und die if this, then that unterstützen, kann man dann Webhook einfach machen, dass die dann in das Matrix-Raum einfach mit diesem einfachen URL ja, da in den Matrix-Channel posten können. Dann habe ich eine Anschlussfrage. Ja. Könnte man das auch nutzen, um quasi, dass ein IoT-Gerät direkt in diesem Channel hängt und darüber bedient wird? Kann man da Metadaten an die Nachrichten anhängen, die dann erstmal unsichtbar sind, die dann von dem Gerät ausgelesen werden? Oh, das weiß ich. Also wegen Metadaten weiß ich nicht. Da muss man das Spec gucken, vielleicht. Mhm. Dass sich ein Gerät an den Channel reinhängt, muss er halt die Matrix API unterstützen oder man baut da irgendein Application Server, also sprich Bot, der mit dem Gerät sein Protokoll spricht, also Auto, weiß ich nicht, da irgendein Bus, ja, und nach außen halt Matrix spricht, brauchst du halt irgendeine Middleware. Mhm. Ja. Ah, jetzt kommt die schwierigste Frage, das habe ich vermutet, Michael. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gerade in unseren Matrix-Channel halt gepostet habe, welche Web-Clients schon Encryption unterstützen. Ah, vielen Dank. Oh, das war keine Frage, das war Abhilfe. Vielen Dank, Michael. Also ja, wenn ihr euch da registriert, kommt ihr in dieses Channel oder ihr könnt anderes Channel, Matrix HQ, muss mal gucken, da sind relativ viele Leute. Der Server hat nur 2 GB RAM. Mal gucken. Vielleicht baue ich da mal einen Grafana Dashboard über Speicherauslastung, poste ist das rein. Wie groß war gerade rum, der Identitätsserver sei nicht erreichbar? Welcher Server? Der Identitätsserver sei nicht erreichbar. Nee, das kann nicht sein. Also zur Not, wenn da irgendein Problem ist mit unserem Server, ich gucke gleich rein. Könnt ihr euch immer auf den matrix.org anmelden. Da braucht man auch, glaube ich, kein, es ist genau das Gleiche halt. Ja? Ihr geht auf riot.im/app und dann könnt ihr direkt schon registrieren. Fragen? Keine Fragen. Noch eine ganz wichtige Sache. Erstmal vielen Dank und
ich habe hier Stickers. Als Belohnung, dass ihr das ausgehalten habt, könnt ihr Stickers abholen. Vielen Dank.